You are dead. Oh. Speicherpunkt, das heißt wieder, ich kriege Besuch. In welcher Form auch immer. Sieht auch nicht gerade freundlich aus hier. Kommt mir doch bestimmt noch mehr, oder? Oh, da war ja klar. Alter, wo versteckt er sich? Meine Fresse. Viel mehr gibt es hier aber auch nicht zu holen, ne? Warum bin ich jetzt überhaupt hier reingelaufen? Hier gibt es ja gar nichts. Wow, wow. Tschüss, tschüss, tschüss. Scheiße, das war knapp. Bin ich hier reingelaufen, da gibt's gar nichts und bin fast dabei gestorben. Super toll. Ich hasse es immer, wenn ich Medikits oder sowas verbraten muss für so unnötige Aktionen. Oh. Okay. Anscheinend habe ich den Waggon auf die eine Seite von der Weiche geschoben. Jetzt kann ich auf der anderen Seite weiterfahren. Aber clever wie ich bin, gucke ich natürlich zuerst, was es da hinten gibt. Nö. Und es gibt nichts. Meine Gasmaske ist auch schon ein bisschen im Arsch. Ich müsste langsam mal eine neue finden. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Scheiße. Wow. Okay. Ich habe soeben das beste Geschenk, was ich in dem Spiel schon bekommen habe, zerstört. Tretjakowskaja vor, auch als Venedig bekannt. Sie haben ein paar Stunden Vorsprung und bewegen sich durch häufig benutzte Tunnels. Aber ich werde sie einholen. Ich kann es mir nicht erlauben, es nicht zu tun. Ja, wenn wir mal sehen, ob wir es schaffen. Ich hoffe es doch stark. Die Frage ist, lebe ich noch? Ja, ach, scheiße, meine Gasmaske komplett im Arsch. Ja, da liegt ja noch eine. Ist auch kaputt. Ach, Kacke. Aber da ist noch was, ne? Ich meine, hier ist so ein Eingang oder so. Nee. Hier liegt nur eine Leiche rum. Die ist ja wohl schon mal zu Fuß runtergefallen. So, fahre ich erstmal weiter. Ich müsste jetzt echt mal eine neue Gasmaske finden. Was
piepst da so komisch? Das ist meine Strahlenmessung. Wow. Gott verdammt! Wer ist da? Stehen bleiben, sonst schießen wir. Wir sind bewaffnet. Wir sind bewaffnet. Schwör bei Lenins Namen. Er sieht nicht wie ein GB aus. Die Uniform ist mir fremd. Könnte er einer von unseren sein? Schau dir all die Waffen an. Nicht schießen, Kumpel. Wir sind Zivilisten. Hier sind Frauen und Kinder. Leben und leben lassen, okay? Wir sind Flüchtlinge von der Roten Linie. Ich bin hier der Chef. Im Prinzip. Obwohl niemand unter meinem Kommando steht. Alle einsatzfähigen Männer sind mit der anderen Karawane gegangen. Einen halben Kilometer voraus. Die dachten, die würden uns beschützen. Aber sie wurden angegriffen. Wir haben die Schüsse gehört. Sie haben nachgelassen. Aber es sieht nicht so aus, als ob unsere Leute überlebt hätten. Also können wir nicht weitergehen. Und wenn wir zurückgehen, steht da ein Feuertrupp für uns bereit. Du siehst aus, als hättest du schon einige Kämpfe gesehen. Kannst du uns helfen? Zählt er deine Mission? Nicht meinetwegen, wirklich. Aber ich habe Angst um die armen Kinder. Was wissen wir denn schon? Wie sollen wir ohne sie leben? Ich würde sagen, helfen wir doch, ne? Begrab sie noch nicht. Aber wir helfen denen ja. Die Schüsse waren so laut. Und jetzt hört man gar nichts mehr. Und was, wenn sie gewonnen haben? Warum? Ein bisschen Schrot im Bauch macht aus jedem Banditen ein kleines Kind. Kannst du hier kaufen? Glaubst du, das sind wunderbare Patronen? Nee, verkaufen. Nicht, ah, ich kaufe mal einen. Ich will gar nicht. Findet man sowas schon noch? Einkaufen. Wie? Schau, wie sie glänzen. Die sind perfekt. Kauf welche. Komm schon, kauf welche. Die sind handverlesen. Das ist genau das Richtige für die Banditen. Was sollen wir beide zu tun? Ah, noch mehr Waffen. Geil. Wenn sie eingekesselt sind, könnten wir die Banditen über die Flanke angreifen. Dann machen wir uns mal bereit. Hier geht nirgendwo hin. Wir sollen uns die Frauen und Kinder beschützen. Diese Trommelschrotflinte ist sehr effektiv bei geringer Entfernung. Auch bei mittlerer Entfernung ist sie noch sehr brauchbar, aber das vollständige Nachladen war dann noch. Ja, ich glaube, ich behalte meine doppelläufige. Sie ist so schon sehr gut, wird aber noch besser, wenn du ein größeres Magazin benutzt. Und du hast mich hierher gezerrt. Und jetzt werden wir alle wegen deines blöden Waffenschmieds sterben. Halt deine Klappe. André ist ein Heiliger. Er hat uns alle rausgebracht und vor uns schon viele andere. Ja, denk noch mal er hat gut uns rausgebracht, nach. Damit Banditen uns überfallen können. Nein, nicht eintauschen, anpassen. Hätte er von den Banditen wissen sollen. Dann soll er den Leuten nicht sagen, es sei... Das behalte ich, das ist geil. Schalldämpfer verbraucht darauf nicht. Was ist mit dem GB? Er hat uns vor ihnen gerettet. Was macht das denn für einen Unterschied, wenn wir trotzdem von Banditen... Soll ich mir das holen? Blödes Weib, ich werde dich nicht mal mehr anschauen. Sag mir, Jascha, ja, warum bist du geflüchtet? Ich kämpfe sowieso relativ viel mit der Waffe. Ein Junge in deinem Alter sollte mit Gewehren nichts zu tun haben. Die haben mich immer übersehen. Aber dann wurde ich zum Dienst gerufen. Mama sagte, dass ich bei meinem Glück ins Gras beißen würde, sobald ich die Front erreiche. Also bleib so. Mich in diese okay. Wenn du etwas brauchst. Ich bin gut ausgerüstet. Du bist noch jung. Du wirst noch einen Ort für dich finden, wenn wir irgendwo ankommen. Nee, dich hatte ich ja gerade schon. Obwohl, ich kann ein paar Sachen verkaufen, ne? Ich habe so viel gesammelt mal wieder. Diese Messer sind die allerbeste Waffe, wenn man sie richtig wirft. Ich habe noch nie eine Granate geworfen, fällt mir gerade auf. Sollte ich vielleicht auch mal tun. Gegen den Hunger. Wollen wir mal gucken, ob wir denen helfen können in allem Teufeln.
Check. Hilfe! Hilfe! Genug gejammert. Es kommt niemand. Also, Kumpel, du nimmst sie zuerst, weil du gewonnen hast. Ich schiebe Waffe. Okay. Na los, ich Stück. Mach die Beine breit. Bitte! Ich sehe leider nichts. Du verfickter Ziege. Glaubst, wo du wo ist denn der Wache hält da? Nein! Hey! Hilfe! Bitte! Ah. Ruhe, Miststück! Hab ich einfach nicht getroffen. Oh, ich glaube, die ist tot. Scheiße. Hätte ich sie retten können? Nee. Oh, oh, kriege ich Besuch oder was? Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Einer weniger. Zum Glück haben die nur ihre Lampen am Kopf, ansonsten würde ich die bei der Dunkelheit echt nicht sehen. Hä, kann ich hier nicht durch oder was? Was ist das denn? Ja, direkt meine Messer verkauft und schon wieder neue gefunden. Das läuft doch. Wie am Schnürchen. Da ist mein Schienenwagen, den lasse ich da erstmal stehen. Was zum Teufel machst du da so lange? Wir haben bereits alles durchsucht. Hier ist viel Scheiße passiert. Könnte sein, dass wir ein paar Patronen oder so übersehen haben. Das bewegt einen Hintern. Die anderen sind vermutlich schon wieder zu Hause und halb betrunken. Das war knapp. Ich halte es nicht mehr raus. Danke. Danke, Mann. Ich dachte, ich wäre erledigt. Die haben alle noch Lebende mitgenommen. Die Kinder, die Frauen. Ich schiebe den Schienenwagen, damit du durchfahren kannst. Wenn du ihnen folgst, dann pass im Techniktunnel auf. Ich habe gehört, wie die Banditen über eine Falle dort gesprochen haben.